ein paar Sekatec-Konzerne in eine Werkstatt. Die Pointe? Offenbar ist das ein Familienbetrieb, bei dem es schlecht läuft. Ich vermute, dass jemand durchgedreht ist. Voll gut, ey. 5 Meter weiter reicht der nächste Cyberpsycho. Und ich vermute meistens richtig. Und der hat einen echt geilen Minentag. Garsten Phillips. Oh. Scheiße. Ich konnte gerade weglaufen von der Mine. Warum habe ich so eine hässliche Locke vorne? Geil, oder? System Deutschland hat ihn komplett außer Gefecht gesetzt. Lasst diesen, beziehungsweise kauft nicht diesen Laden. Das sieht nicht sehr gesund aus. Und es scheint auch keine gute Werbung zu sein. Was soll ich denn jetzt noch für Informationen hier finden? Nein, 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 nein. Nicht mehr was Interessantes. Boah, was ich schlimm finde, ne? Du kannst halt ein super Netrunner-Hacker oder was auch immer werden, kannst aber keine Tür hacken, dass sie aufgeht. Da kriegst du einfach hier Logik. Unterlassungsanordnung von Cetatech.
Ich glaube, dass bei Regina Jones irgendwann das Ding einfach kaputt ist. Weil du einfach so 8000 Sachen hast. Der Besitzer der Werkstatt war völlig durchgedreht, aber ich habe es geschafft, ihn zu betäuben. Wie die Konzerne hier kleine Geschäfte aufkaufen, da blutet einem echt das Herz. Bevor die Besitzer überhaupt wissen, wie ihnen geschieht, werden sie aus ihren Läden geschmissen und sitzen plötzlich auf riesigen Schuldenbergen. Und dann müssen sie sich von Morgengrauen bis Mitternacht die Finger wund arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Der hier wollte sich offenbar lieber das Leben nehmen, als den einen Ort auf der Welt aufzugeben, der ganz ihm gehörte. Wie schnell aus dem amerikanischen Traum doch der amerikanische Albtraum werden kann. HZ1 Alter ist fertig mit dem Spiel. Gratulation. Es sind ja nur noch 3 Psychokiller. Fragezeichen ist auf keinen Fall ein Psychokiller. Schub's mich. Also ich denke, ich werde nicht sofort eine neue Partie machen, weil ich habe dann erstmal genug Cyberpunk. Ich werde noch alles mitnehmen, was nebenmissionstechnisch geht. Bei den Aufträgen bin ich mir noch nicht sicher. Auto. Alter Schwede. Jetzt kann ich nicht einsteigen, weil die doofe Kuh das gemacht hat. Raus da. Gib mir mal die Karre. Und habe ich Polizei bekommen oder sonst irgendwas? Nein. Nächsten Durchlauf mache ich erst mit neuer Hardware oder wenn DLCs kommen. Richtig, frag nicht nach welchem Ende, weil ich habe das Ende noch nicht gesehen, weil ich hier noch immer die Nebenmission abgrase. Und das bewusst. Willst du jetzt, dass ich hier lang gehe oder soll ich die Fußgängerbrücke da hochgehen? Oh, tut mir leid, dass es mit dem Ende noch ein bisschen dauert bei mir. Aber es ist halt einfach. Hey, wie? Ein paar Bauarbeiter streiken, weil ihre Werkzeuge morgens mit Blut verschmiert waren. Sie arbeiten auf einem Parkplatz, wo sich oft Gangs rumtreiben. Könnte Banden sein. Die Nebenmissionen alle mitnehmen. Ich würde auf einen Cyberpsycho tippen. Wenn ich recht habe, dann halt ihn einfach auf und ich übernehme das.
Ach, warum hatte ich solche Hacks nicht vorher schon? Erhöht die Panzer und Resistenz und Gesundheitsregeneration 15%, während Berserker aktiviert ist. Du hast dich gut verteidigt. Ich brauche diesen verdammten Neuroblocker. So, wo ist denn der nächste Splitter? Hier sind die archivierten Gespräche. Das war es mich dann schon mit dem Psycho hier. Mit sowas hat ich wahrscheinlich auch den dämlichen Heavy Gun Boss kaputt gemacht, der gebuggt hat und immer gegen die Wand geschossen hat bei mir. So, ich bin behutsam mit ihm umgegangen. Er war wohl ein Versuchskaninchen für Biotechniker. Erst die Konzerne und dann die Scarves. Ja, die Geschichten der Hintergangenen sind ganz toll. So, mit der NCPD müssen wir doch gar nichts so tun. Ich denke mal, da wird der nächste sein. Tu mir nicht weh! Endlich mal wieder ein ordentliches Auto. Da fahren die Räder, ne? Wie vom Bollerwagen. Tigerclaw um Hilfe gebeten. Wurde von einem gewissen Aki angegriffen. So nennen sie zumindest diesen abtrünnigen Tigerjäger. Der bringt... Du kleiner Xoyaro! Ich glaube, dass Aki einen cyberpsychotischen Anfall hatte. Hätte aber gerne Gewissheit. Bring ihn, wenn möglich, nicht um. Und pass gut auf dich auf dabei. Danke fürs legendäre Katana. Was du komischerweise zweimal in dir drin hast. War heute für einen neuen Boss unterwegs. Da sind die Mantis-Klingen drin.
Der kämpft halt zweihändig und deshalb der Zweikling möglich. So, er lebt wieder. Also er lebt noch. Entschuldigt, wenn ich den Cyberpsychos jetzt gerade keine Stimme gebe. Von ihrer tragischen Geschichte. Aber man sollte diesen Leuten keine Plattform bieten. Hey! Rowdy! Siehst du nicht, dass ich hier einfach über die Straße laufe? Das habe ich in London gelernt. Bin ich im Museum? Ach, was? Wir sind im Tarasaki Tower. Der damals zerstört wurde. Ich bin jetzt einfach mal reingerannt, weil ich... Mir wurde doch gesagt, dass hier... Ja, warum nicht ein Haufen Blut? Die Kinder stehen davor, alles cool. Das ist davor wie beim World Trade Center. Du stinkst nach fast. In this spot in 2023, an explosion from a terrorist attack on the first Arasaka Tower claimed the lives of more than 12,000 victims. May they rest in peace. Habe ich gesagt. Bis auf die letzte Aktie. Die KI hat, glaube ich, ein Problem mit der Abfahrt. Nein, danke. Aber nur so etwas. Und Scheiße, es hat so viele eigentlich kleine Fehlerchen hier immer, wo du nur denkst... What the fuck, ey? Familie ist anderer Meinung. Meinst du, du könntest der Sache auf den Grund gehen? Infos anbei. Das ist doch nicht jetzt hier die Mission. Ja, da sind wir nämlich vorbeigelaufen. Ich will ja dahin. Thank you.
Walk. Walk. Don't walk. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Du hast so viel Kohle, hol dir mal die Sprungbeine. Walk. Ja. Nimm das, du Konzernbastard! Leckige Yuppies! Hast du ein Problem? Hier gibt's nichts zu sehen, hau ab! Ich glaube, ihr habt meinen Auftraggeber getötet. Ich bin irritiert. Nee, das ist ja nichts in die Richtung. Ich war ein Ausrufezeichen hier. Scheiße! Kann nicht wahr sein. Du musst mit den Cops reden, aber die Cops haben gesagt, verpiss dich. Dann bin ich um die Ecke gelaufen, habe meine Kanone gezogen, habe ihn ins Gesicht geschossen. Da haben wir es. Wieder eine Giorno-Leiche mehr. Die Scream-Sheets behaupten was von Stress auf Arbeit. Aber ihre Familie ist anderer Meinung. Meinst du, du könntest der Sache auf den Grund gehen? Infos anbei. Ich halte doch nichts aus. Er hat eine Waffe, lauft! Lemminge. Da ist eine Schlucht, lauft! Dreckige Yuppies! Hast du ein Problem? Hier gibt's nichts zu sehen. Hau ab! Was ist hier los? Ist das dein erster Tag in Night City? Wonach sieht's denn aus? Verpiss dich, du Made! Lasst ihn in Ruhe. Siehst du die Marke hier? Dank der kann ich tun, was immer ich will. Schießt mit den verdammten Schädeln vom Hals! Tötet den Lauf! Hat sich ja gelohnt, mit denen zu reden. Schaden, Crit. Hm.
Steh auf und erstrahl im Glanz, Konzernschwanz. Oh, fuck! Scheiße. Ohne dich wäre ich jetzt. Danke. Die Firma hat dich geschickt? Nö. Falsch geraten. Moment, bin zufällig hier. Was willst du dann von mir? Kommst du da echt von selbst nicht drauf? Ich gebe dir einen Tipp. Fängt mit Euro an und hört mit Dollar auf. Ja, ja, natürlich. Du willst eine Belohnung? Reicht das? Du checkst es nicht. Lass alles rüberwachsen, was du hast. Sonst bringe ich zu Ende, was die Bullen angefangen haben. Okay, hier. Mehr habe ich nicht dabei. Schönen Abend noch. Psycho! Dein Karma-System. Das stimmt sogar. Dass deine Sachen so ein bisschen Folgen haben. Ich glaube, es war einfach schon schwer genug, die Engine da also hinzukriegen, dass die das hier macht. Und das hier kann. Wie? Du musst ein Dokument für mich stellen. Es ist dringend. Details findest du im Anhang. Kannst du ausnahmsweise mal etwas Mitgefühl zeigen? Mach dir Sorgen. Runter mit dir, dicker Hund. Stärke 6 ist immer nicht Stärke 3, womit du anfängst. Deshalb ist das schon okay, dass ich einen Konzern mit Stärke 6 wenigstens so ein bisschen aufmischen kann. Bin ich irritiert gewesen, dass ich irgendwo reinlaufen muss. Was aus dem Spiel auch fehlt? Eine Taschenlampe. So viel Cyberware, so viel Chrom überall und du kannst keine Taschenlampe bei dir dranbringen. Beziehungsweise anbringen. Zimmer 300. Sieht nicht gesund aus da drin. Und da liegt auch ein Schuh. Da ist die Nachtsichtoptik nicht drin. Ich habe gar nichts drin. Keine Ahnung, was sie hier macht, aber ich dachte, ich komme mal vorbei. Ich wünschte, es wäre eine Mini-Atombombe, die ich rumschießen würde. Thank you.
erhobenen Händen rankommen. Dafür gibt es ein Überangebot an Dildos. Im ganzen Spiel vor allem Ding. War es nicht hier die Wohnung von Takayaki Takamura? Ja, das war die. Auf der Stelle ergeben. Geil, und hier sind die Wachen immer noch, die ich damals hab hier, also die damals hier geblieben sind. Scheiße. Entschuldigung, da ich Scheiße sage, aber... Ich weiß gar nicht, ob man hier nochmal rauskommt. Ja, Ausgang. Warum denke ich, dass es ein Fehler war, hier runter zu hüpfen? Ah. Oder? Ach, Gott sei Dank. Ich hatte jetzt echt Angst, dass ich aus dem Abschnitt nicht mehr rausgehen kann, also rauskomme. Da ist ein Kampf. Das auch. Das Auto kaufen. Das könnte auch ein Psycho sein. Oh. Warum darf ich das nicht anmarkieren? Du findest, die Anzahl von Dildos und Sexshops sind okay? Ja. An sich sind es doch zu wenige. Pass auf, ey. Gute Nacht, Tom.
Wenn es nicht früh geworden ist, ist es spät geworden. Stopp! Ich glaube, hier vorne ist das. Keine Bar hier? Ja, aber es ist unsere Bar. Ja, wir gehen spazieren. Lasst ihn in Frieden, Gabron. Bring den Ärschel bei, wie man sich in meiner Bar verliert. Du hast Pepe gehört. Zeit für einen Spaziergang. Verbiss dich. Oder du kriegst ein Klingenimplantat in die Rippen. Versuch's doch. Na los. Zeig, was du drauf hast. Sieh, das macht die Sache gleich viel interessanter. Jetzt kommt das Zeug. Fiss dich endlich. Passiert. Gab ein Problem, aber das ist jetzt gelöst. Verdammt, tut mir leid, ich hatte einen zu viel. Was für eine Nacht. Warum hast du mir geholfen? Wenn man dir die Knochen gebrochen hätte oder Schlimmeres. So eine Scheißstadt, nichts als Verbrecher. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich jetzt ganz sicher. Hier. Das ist für dich. Den Rest hat der Barkeeper. Sie haben sich auf ihn gestürzt wie Hai, die frisches Konzernblut richtet. Hätte böse ausgehen können wie? Tja, nicht alle Helden tragen Umhänge. Lass uns auf dich trinken, Held. Geht aufs Haus. Diesmal nicht. Aber danke. Helden trinken nicht im Dienst, Kein Ding. Das erste Mal, ich im ganzen Spiel Alkohol ausschlage. Top. Ich schieb eine Doppelschicht. Ohne Pause. Überstunden, um das Gehalt aufzubessern? Nö, will bloß nicht nach Hause. 10 Jahre waren wir verheiratet. 10 Jahre. Und plötzlich bin ich nicht mehr gut genug. Hat sich einfach nebenher einen ins Bett geholt. Aber hey... Wo wir gerade übers Geld sprechen. Brauchst du Arbeit, Vieh? Gut bezahlte Arbeit. Erzähl mir alles. Es geht um meine Frau, ja? Ihr Name ist Cynthia. Sie betrügt mich, ganz sicher. Aber die Frage ist, mit wem? Jetzt kann ich es entweder weiter in mich reinfressen... Oder eben jemanden wie dich anheuern. Ich dachte, erst die Kneipenschlägerei wäre die Mission. Ich werde sie beschatten, ihr auf Schritt und Tritt folgen. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie arbeitet in der Nähe. Ich gebe dir die Adresse. Macht bestimmt gerade eine Raucherpause. Sie raucht in brennender Autoreife. Wie die Hälfte dieser Stadt. Also, sie trägt heute eine pinke Jacke und eine blaue Handtasche, glaube ich. Farbenfroh. Die putzt sich gerne raus. Da macht man ihr Geschenke. Zum Geburtstag, zum Jahrestag. Und was bekommt man dafür? Hm? Sicher, dass sie fremd geht? Zum einen macht sie momentan ziemlich viele Überstunden. Aber ich weiß, dass das gelogen ist. Ich habe sie mal im Büro angerufen, aber sie war nicht da. Außerdem haben wir ein Kind zusammen. Aber es sieht überhaupt nicht aus wie ich. Andere Haare, andere Augen, einfach alles. Früher konnte man sowas testen lassen. Aber mit der Technik heutzutage kann man jeden Test umgehen. Warum willst du wissen, wer es ist? Was erhoffst du dir? Was ich mir erhoffe? Was für eine Frage ist das denn? Eine ganz einfache. Also...
will ihn in die Augen sehen und fragen, wie es ist, die Frau von einem anderen zu knallen und eine Ehe zu zerstören. Okay, gut. Ich mach's. Du bist ein Held, Vee. Das bedeutet mir eine Menge.